Wenn wir heute im Maschinenbau beratend unterwegs sind, sehen wir häufig ungefähr folgende Symptomlage. Da gibt es Kunden auf der einen Seite, die sind nicht ganz zufrieden mit der Lieferterminentreue, die sind nicht ganz zufrieden mit der Lieferfrist, die hätten gern einen niedrigeren Preis, die hätten gern eine bessere Qualität bei Auslieferung. Auf der anderen Seite gibt es da die Eigentümer, die hätten gern eine höhere Rendite oder überhaupt Rendite. Und dann gibt es da die Mitarbeiter, die würden gerne unter anderen Randbedingungen und Arbeitsbedingungen mehr Leistung bringen und sind deswegen unzufrieden. Kurzum, wir sehen letztlich das Gegenteil von Erfolg. Viele Firmen sind der Meinung, Erfolg ist, wenn EBIT hoch ist. Wir glauben, dass das nur ein Teil der Wahrheit ist. Hoher Ertrag ist eine Folge von Erfolg. Erfolg habe ich dann, wenn meine Kunden zufrieden sind, wenn meine Eigentümer zufrieden sind und wenn meine Mitarbeiter zufrieden sind. Dann können wir von Erfolg sprechen. Wir gleiten mal ein wenig ins Abstrakte rüber. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein System und dieses System, Firma, Wettbewerber, Managementsystem, dieses System bestimmt den Kontext aller Mitarbeiter. Und dieser Kontext bestimmt das Handeln der Mitarbeiter. Und nun wissen wir alle, wenn wir das Verhalten der Mitarbeiter durch gut Zureden versuchen zu verändern, wenn wir die Leistung eines Unternehmens versuchen zu verändern, indem wir das Verhalten der Mitarbeiter verändern, wird nicht viel passieren. Wir wissen alle, wir müssen das System verändern. Wir müssen den Kontext der Mitarbeiter verändern, innerhalb dessen sie sich verhalten. Dann wird das Unternehmen als Ganzes leistungsfähiger. Machen wir mal ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Unternehmen, das managt knallhart Zwischentermine. Jeder, der seinen Zwischentermin nicht hält, bekommt ein Problem. Der Kontext des Mitarbeiters ist also, ups, ich weiß, wenn ich meinen Termin nicht halte, bekomme ich ein Problem. Sein Verhalten, das daraus resultiert, ist also ungefähr wie folgt. Er wird sagen, ich mache meinen Termin auf jeden Fall, den halte ich auf jeden Fall. Das Thema Qualität, da mache ich vielleicht einen Kompromiss. Und ich werde ein Problem eher versuchen, unter den Teppich zu kehren, damit ich diesen Termin auf jeden Fall halte. Das System bestimmt den Kontext, der Kontext bestimmt das Verhalten. Wir sind der Meinung, dass Glaubenssätze ein Managementsystem maßgeblich prägen. Ich will versuchen, das zu erläutern. Glaubenssätze sind zum Beispiel, die Maschinen müssen laufen und dann verdienen wir Geld. Ein Glaubenssatz ist zum Beispiel, wir müssen ein Projekt früher starten, damit wir pünktlich fertig werden. Ein Glaubenssatz ist zum Beispiel, wir müssen Mitarbeiter kontrollieren, damit sie Leistung bringen. Die Glaubenssätze bestimmen, wie eine Firma funktioniert, wie die Führung handelt, welche Werkzeuge wir benutzen. Und wenn wir nun Verbesserungen machen und diese Verbesserung steht im Widerspruch zu diesen tief verwurzelten, ganz häufig sogar unsichtbaren Glaubenssätzen, dann passiert ungefähr Folgendes. Dann passiert dann eine Verbesserung, aber diese Glaubenssätze ziehen diese Verbesserung so nach und nach wieder zurück oder machen die Verbesserung vielleicht sogar unmöglich. Die Schlussfolgerung ist sehr einfach. Wir müssen anfangen, an diesen Glaubenssätzen, an diesen fundamentalen Überzeugungen zu arbeiten, wenn wir merken, das ist eine Hürde. Und dann können wir Verbesserungen machen und dann können wir fundamentale Verbesserungen erreichen. Es gibt zwei Hürden, die einen Maschinen- und Anlagenbauer ganz häufig von fundamentaler Verbesserung abhalten. Das ist zum einen das Primat der Effizienz. Also zum Beispiel der Glaubenssatz, Maschinen müssen laufen, dann verdienen wir Geld. Zum Beispiel die Idee, dass man Kosten permanent kontrollieren muss. Zerlegung aller Arbeitsabläufe, höchst produktive Ausgestaltung aller Vorgänge. Und zum anderen ist es die Idee, Denken vom Handeln zu trennen und das Ganze in Abteilungen zu zergliedern. Die zwei Ideen findet man ganz häufig in verschiedener Ausprägung, in verschiedensten Glaubenssätzen wieder.
Wir müssen unsere Meilensteinpläne kontrollieren. Wir müssen Mitarbeiter Zeitaufschriebe haben. Wir müssen den Mitarbeitern vorgeben, was sie heute zu tun haben. Und so weiter und so weiter. Und diese Glaubenssätze, die stehen durchaus im krassen Widerspruch zu der Anforderung, die uns heute von Märkten entgegenschlägt. Vor 50 Jahren war das Primat der Effizienz und die Trennung zwischen Denken und Handeln wunderbar. Es ging darum, immer gleiche Produkte für einen großen, relativ einfach strukturierten Markt zu produzieren. Also Masse, 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 dann klingelt die Kasse. Das hat sich in den letzten 50 Jahren dramatisch verändert. Besonders im Maschinen- und Anlagenbau produzieren wir für hochdynamische Märkte, für wirklich anspruchsvolle Kunden. Kein Auftrag ist wie der andere. Das heißt, wir müssen ständig mit Problemen kämpfen, die wir vorher noch nie hatten. Das heißt, wir müssen dynamikrobust sein. Auch. An manchen Stellen auch effizient. Aber das Primat der Effizienz muss dem Primat der Dynamikrobustheit weichen. Sie mögen glauben, Sie brauchen Change Management, moderne Führungswerkzeuge und Coaching für Ihre Führungskräfte, um Veränderung zu erreichen. Wir glauben, Sie brauchen vor allem eine Veränderung von Glaubenssätzen. Alles andere kommt danach und ist möglicherweise überhaupt nicht mehr notwendig. Wesentlich ist die Veränderung im Kopf, ist die Veränderung des Kontexts, die Anpassung des Systems. Dann ist die größte Hürde genommen und dann passiert Veränderung in aller Regel dauerhaft und bleibt da. Was können wir also für Sie mit Ihnen gemeinsam tun? Wir versuchen gemeinsam, die Glaubenssätze, die Sie an fundamentaler Verbesserung hindern, zu finden. Dann verändern wir die Glaubenssätze gemeinsam. Und dann verändern wir Ihr Managementsystem und Ihre Werkzeuge. Dann bleibt Veränderung und der Nutzen von Veränderung dauerhaft da. Und damit haben wir den längeren Hebel und bewirken eine fundamentale Verbesserung. Sie werden sich jetzt die Frage stellen, was kann man damit wohl erreichen? Hier, schauen Sie sich's an, ich gehe dann mal wieder arbeiten.